Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch jetzt. Bewusstseinsübungen kann man auf viele Arten machen. Im Sport ist es oftmals gefragt, ganz bei sich zu sein, und es hilft einem, sehr viel Stress abzubauen. Ja, ich liebe Qigong-Übungen bzw. vom Kampfsport der Shaolin-Mönche. Und ich zeige euch jetzt ein paar Übungen, nicht so lange, die ich mir angeeignet habe. Vielleicht probiert ihr das mal aus, weil ich finde, es hilft mir sehr gut. Natürlich ist jeder ein anderer Mensch. Bei mir zu bleiben, vielleicht hilft es jemand anders nicht so gut, weil er es vielleicht von innen raus nicht so passt. Aber okay, fangen wir an. Ich konzentriere mich dann im Vordergrund auf einen Punkt. So kann ich bei mir bleiben. Der wichtigste Aspekt ist, bleibt in eurer Atmung. Das Gras ist etwas nass, man rutscht. Diese Übungen sind für Körper, Geist und Seele ganz wichtig, um in eine Einheit zu kommen.
Wir stemmen jetzt die Fäuste auf den Boden. Halten. Bewegen den Körper im Kreis. So hat alles wieder seinen Lauf.
Das Leben gibt es nur einmal und deswegen sollten wir Bewegung reinbringen. Ist gut für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen auch für den Stoffwechsel. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Ja, mein Name ist Inka Nitsch und meine Homepage ist www.inkasapientelupa.de. Ciao!